Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein Style and Talk. Und zwar filme ich heute mal eine Paletten-Review zu der Pistachio-Palette aus der Eis-Serie, wenn man so sagen will, von BH Cosmetics. Ich habe mir bis jetzt da 4 Paletten geholt und wie ihr merkt, ich rede nicht so laut, weil eigentlich mitten in der Nacht ist. Aber ich bin hellwach und deswegen dachte ich mir, nutze ich mal die Zeit. Ich habe ein bisschen anderes Lichtsetup, deswegen hoffe ich, dass alles jedenfalls ein bisschen natürlicher aussieht. Und ich würde einfach sagen, wir legen los. Ich habe hier alles vor mir und wir machen heute, so wie beim letzten Mal, einfach genauso. Ich laber und ihr guckt mir dabei zu, wie ich mich fertig mache. So, ich versuche nicht die ganze Zeit unten auf dem Viewfinder zu starren, wie beim letzten Mal. Ich habe noch ein bisschen Restpflege im Gesicht, würde mal ein bisschen den Überschuss an Öligkeit wegnehmen. Meine Haut ist richtig gut geworden. Ich habe zwar viele Rötungen gerade, aber ich kann mich echt nicht beschweren. Ich habe irgendwo meinen Concealer. Age Perfect diesmal, sogar von L'Oreal Paris. Sorry für die blöde Aussprache. Ihr seht, der Age Perfect in der Farbe 1,5N, nee, 2 Medium. Ich hatte mal das Problem, dass es mir viel zu gelb und viel zu warm ist. Ich bin im Sommer ein bisschen wärmer und ein bisschen gelber als im Winter. Deswegen hoffe ich, das passt jetzt auf jeden Fall farblich. Ich mache mal mein Gesicht ein bisschen feucht. Einfach damit die Einarbeitung ein bisschen besser läuft. Oh. Ja, das ist aber gelb. Obwohl, das passt sich sogar relativ gut an, muss ich gerade sagen. Ja, dann kommen wir schon mal zum Quatschi-Quatschi-Part. Ich habe heute echt gar nichts vorbereitet. Ey, vielen Dank für das Feedback beim Style and Talk Video, weil, also ich gucke halt manchmal doch auf die Analytics und natürlich klickmäßig sind es nicht die krassesten Videos, weil das natürlich nur meine Abonnenten interessiert, falls es Sinn macht. Aber Interaktion, Laufweite, also das Video wurde sich teilweise wirklich vollständig angeguckt. Also echt krass, Leute. Vielen Dank dafür. Hätte ich echt nicht gedacht. Aber dann wiederum, wenn ich so überlege, bin ich hier ein Verkaufsstrategist? Gibt es so ein Wort? Oder bin ich halt ein Mensch? Versteht ihr, was ich meine? Das macht voll Sinn im Nachhinein. Und das ist halt so eine Sache, da fühle ich mich genervt, weil ich hatte früher solche Formate und die wurden geguckt und kommentiert und ich weiß nicht, warum ich das dann abgeschafft habe. Ich mag es doch so quatschen. Ich bin doch dafür da. Also mein Gesicht sieht so, oder Deutsch, mein Gesicht sieht so flawless aus. Also ich zoome euch mal ran. Ja, ich bin im Fokus. Nice. Also natürlich sieht man meine Fältchen. Die kann man nicht wegmachen, aber bis auf den einen Pixel hier finde ich alles sehr schön abgedeckt. Ich merke, es ist ein deutlicher Unterschied, was halt die Textur angeht. Also es sieht, es ist richtig krass ebenmäßig, aber ich merke doch meine Poren. Ich habe große Poren, aber ich muss sagen, ich bin echt sehr zufrieden und es sitzt halt echt richtig comfortable auf der Haut, falls es Sinn macht. Also es fühlt sich richtig angenehm an. Ich habe den Concealer übrigens, glaube ich, noch nie so getestet, so wie jetzt gerade. Und der passt farblich. Also ich werde mich jetzt mal für die nächsten Wochen nochmal umswitchen. Ja, was geht gerade bei mir ab? Vieles tatsächlich. Also ich trainiere gerade bestenfalls 7-mal die Woche. Also was Tanzen angeht, weil Auftritt ist jetzt demnächst am Wochenende. Wish me luck. Durch Corona sind sehr viele Termine ausgefallen und dann ist alles dann doch sehr auf die letzte Sekunde gedrückt worden. 3 Shows in 5 Wochen parallel nebeneinander. War schon eine schöne Angelegenheit für mein Gehirn auf jeden Fall. So, ich schnapp mir jetzt auf jeden Fall, also wie beim letzten Mal, Perfect Match 8DW. Einen Primer und ich vermische das zu so einer Paste. Und damit bronze ich einfach. Sitzt halt so schön auf der Haut. Ich habe Jocken in der Nase. Oh mein Gott. Ich hole euch ran. Meine Nase ist aufgebrochen. Es lief so gut gerade. Ich glaube, das ist jetzt, wo ich den
Bronzer draufgepackt habe mit dem Primer. Da ist es, glaube ich, schief gelaufen. Übrigens seht ihr das jetzt mit der Textur, was ich meinte. Ja. Aber man kann ja nicht alles haben. Jetzt ist endlich am Samstag, dem 12. der Auftritt. Also ich bin echt gespannt, wie ich da euch das Sonntagsvideo fertig mache. Wahrscheinlich werde ich dann sonntags aus dem Bett hinaus für euch was machen müssen. Dann habe ich hier einmal von Catrice wieder den Blush Flush, Flushing Mousse, habe ich im letzten Video nicht erwähnt. Sehr pinkstichig, muss ich jetzt zur Berichtigung sagen. Ich habe letztens gesagt, das ist Peach. Es sah einfach nur so auf meiner Haut aus. Ich glaube, ich nehme diesen Pinsel. Ja, das Einzige, was man hinzufügen kann, der ist nicht so krass glowy. Ist eher so ein Semi. Seht ihr, glaube ich, wenn ich mich bewege. Ich habe es nicht mal so krass hier. Aber die Farbe ist halt echt krass schön. Dafür, dass es halt ein Pink ist. Ne? Naja, jedenfalls habe ich Sonntag oder samstags meine Shows durch. Und dann kann ich mich endlich wieder aufs Leben konzentrieren, was ich gefühlt vernachlässigt habe. Genau, meine Ausbildung läuft ziemlich gut mittlerweile. Also echt eine coole Truppe. Ich komme langsam in dieses Lernflow. Highlighter will ich mal jetzt verwenden. High Glow von Catrice. Diesmal in der normalen Farbe, also der 010 Light Fusion. Der ist ein bisschen kühler, aber halt nicht so krass wie der blaue. Augenbrauenstift habe ich tatsächlich immer noch nicht nachgekauft. Ja, das kann spannend werden, weil ich habe hier gerade nur meine Soap Brows. Aber meine Augenbrauen sehen nicht so schlecht aus, hoffentlich. Ich bürste die mal durch. Trend It Up, das Sensitive Lip Serum. Das kriegt ihr auf jeden Fall noch. Das ist sehr angenehm auf den Lippen. Und wie der Name schon sagt, das ist eher eine Lippenpflege, aber es sieht halt aus wie ein Gloss. Und ich bin durch. Ich habe es trotzdem geschafft, irgendwie 20 Minuten zu labern. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen zu erwähnen. Außer, was ich euch jetzt schon mal erwähnen kann. Ich weiß nicht, wann das Video hochkommt, aber je nachdem könnt ihr in die Videobeschreibung gucken. Ich habe ja im letzten Style & Talk schon erwähnt. Also ich habe das Cover jetzt fertig gemacht, also von Vater, von Demi Lovato. Kommt auf Soundcloud erstmal hoch, kriegt den Link, ist kostenlos auch anzuhören. Und ja, könnt mir gerne ein Update geben, wie ihr das findet. Ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt es in die Kommentare am besten. Wenn ihr was anzumerken habt, was ich besser machen kann, könnt ihr es auch gerne schreiben. Weil dann kann ich an meinen Videos arbeiten. Und ansonsten fällt mir jetzt nur noch ein, dass ihr Zeit habt, meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns zu einem neuen Video demnächst bald. Tschüss!